Oh, es fängt an. Und der Run fängt an. Bis dann, Leute. Ciao. Well, ich schätze, wir improvisieren bei der letzten Chapter, aber das soll schon passen. Hallo und herzlich willkommen zu Superliminal. All Collectibles von Hippinator. Er ist so nett gewesen und hat mir Notizen oder uns allen Kommentatoren Notizen zusammengeschrieben. Gestern war das noch eine Seite, heute ist es das Sechsfache. Nice. Das heißt, dementsprechend hatte ich eine Vorbereitungszeit jetzt gerade von 20 Minuten. Gestern habe ich mich selbst informiert, heute jetzt mit den Notizen von ihm selbst. Das heißt, ich bin gespannt, wie das laufen wird. Einige Strategien, die er oder einzelne Kleinigkeiten, die er in den Notizen angeschrieben hat, sind auch anders von dem Weltrekord, den er... nicht den Weltrekord, aber von seiner PB, die er aufgestellt hat. Das heißt, vermutlich wird er einzelne Tricks für marathonsichere Varianten auswechseln. Aber ja, zur Kategorie selbst. Superliminal ist ein Puzzle-Game, sehr vergleichbar zu Portal, wo die reale Welt ein bisschen hinterfragt wird und Puzzles gelöst werden durch seltsame Physik-Interaktionen zwischen dem Spieler und der Umgebung. Sobald er durch die Tür geht, fängt die Zeit an. Und verteilt über das gesamte Spiel sind geheime Objekte, die man aktivieren kann, mitnehmen kann und ähnliches. Das sind einerseits Schachfiguren. Die erste werden wir jetzt gleich sehen. Wir benutzen diese riesige Schachfigur, um uns aus der Map rauszulaunchen. Das ist der erste Launch, den wir sehen werden. Und ihr merkt bereits, das Konzept von diesem Spiel ist normalerweise, es spielt mit der Perspektive. Wenn wir Objekte aufheben und dann fallen lassen, dann ändert sich deren Größe und so wie sie aussehen, das interagiert sehr seltsam mit wie groß sie dann eigentlich sind, wo sie dann wirklich landen. Das ist etwas, was man nicht wirklich versteht, bis man das Spiel wirklich selbst gespielt hat. Also glaubt mir einfach, wenn ich sage, wir bewegen Objekte und ändern dadurch deren Größe auf sehr seltsame Art und Weise. Und was wir gerade machen, ist der erste Jump Launch. Das ist ein Trick, wo wir ein Objekt über uns resizen und es sozusagen in uns stecken zu bringen. Und wenn wir dann springen, dann launcht es uns gerade nach oben durch das Objekt, manchmal auch durch die Decke, wie das hier der Fall ist. Und wir müssen jetzt, glaube ich, ein bisschen warten, bis wir wieder auf dem Boden landen, weil das war ein sehr heftig hoher Launch. Aber ja, es gibt viele solche Variationen von Launches, die alle interagieren mit diesem Resizing. Und den ersten Launch hier haben wir genutzt, um dort oben am Rande der Map zu landen, um unser erstes Secret Collectible aufzuheben. Und zwar ein kleiner blauer Bauer, also eine Schachfigur der Pawned. Das ist das erste von vielen, das wir aufsammeln sollen. Gut, jetzt für eine Weile bewegen wir uns sogar in unseren eigenen vier Wänden. Wir haben hier einige Puzzles, die uns beibringen sollen, wie das Resizing genau funktioniert und so. Der Runner ist da erfahren genug, dass er weiß, was die Lösungen von den Puzzles sind und er löst sie auch auf dem effizientesten Weg. Hier ein gutes Beispiel. Wir heben dieses Shield auf, drehen es so ein bisschen und er ist dann, wenn wir uns zu unserer Rechten platzieren, genauso groß wie der ganze Raum, kann die zwei Buttons dort drücken und wir können weiter. Gut, ich habe hier nicht wirklich die Möglichkeit, auf meine Notizen zu schauen. Es geht eine Menge ab. Hier, die Wände sind nicht ganz so fest montiert, wie das, glaube ich, die Test-Gentlemen haben wollen. Und die zwei kleinen Objekte, die wir gerade aktiviert haben im Korridor, dieser Feuerlöscher und der Feueralarm, das sind auch Collectibles, die wir verteilt über den ganzen Run aktivieren müssen. Diese Blueprints hinter der Leinwand auch. Also es gibt einen Haufen an Dinge, die wir sammeln müssen und aktivieren müssen. Und ja, die mitunter häufigsten und nervigsten sind diese Feuerlöscher und die Feueralarme, die wirklich häufig über das ganze Spiel verteilt sind. Und wir müssen fast alle davon aktivieren. Nicht alle, aber hier sehen wir die wieder. Es sind sehr, sehr viele in den Maps verteilt. Und wir sind auch schon bei der zweiten Map von diesem Spiel, Cubism. Optical. Diese Map baut auf optische Illusionen und das Erstellen von physikalischen Objekten durch das Schauen in eine bestimmte Richtung oder bestimmte Objekte sehen nicht so aus, wie sie aussehen. Zum Beispiel dort können wir einfach
dort weitergehen. Wir benutzen die Lampe dort für einen kleinen Vault. Das ist eine In-Game-Mechanik, wo man Kanten hochspringen kann. Wenn man einfach keine Taste drückt, dann geht der Charakter eine Ledge hoch und man kommt dann an höheren Stellen hoch. Das haben wir genutzt, um dort über die Leinwand oder über die Wand des Hauses drüber zu springen. Und dahinter war eine Blueprint, die wir aufsammeln mussten. Gut, hier ein Kubus, der erst zu einem physischen Objekt wird, wenn wir uns richtig positionieren und richtig hinschauen. Und diesen Kubus benutzen wir nicht nur für dieses Puzzle, wir nehmen ihn bei dem nächsten oder für das nächste direkt mit. Normalerweise müsste man hier dasselbe Rätsel nochmal machen, nur es spart ein bisschen Zeit, den alten Kubus mitzunehmen und etwas zu machen. Das nennt sich Jump Resizing, indem wir auf dem Objekt stehen, das wir aufheben und es einfach immer kurz antatschen und hochheben, während wir springen. Dann können wir es größer machen, während wir auf dem Objekt drauf sind, und das erlaubt uns, an Höhe zu gewinnen, solange der Platz reicht, und damit ein paar andere Puzzles zu skippen. Wir nehmen hier die Tür mit und wir platzieren sie, wir rotieren sie so, dass sie in uns ist, sodass sie unsichtbar wird, und wenn wir sie dann loslassen, dann machen wir etwas, das nennt sich ein Slide Launch, wo das Objekt uns gerade nach oben pusht, weil es sich in uns befindet. Es ist ähnlich wie der Jump Launch von davor, nur eine leichte Variation von demselben Prinzip. Objekt ist in uns, es launcht uns hoch und wir fliegen zu einer weiteren Schachfigur, die wir aufheben mussten. Was wir auch gerade gesehen haben, war einer der geheimen Räume, die wir auch alle finden müssen. Und das sind diese Sternenhimmel-Räume, die in sehr dunklen Stellen der Maps verteilt ist. Es gibt eine pro Map und man muss dort wieder in einer gewissen Richtung schauen, sodass das Sternenbild ein richtiges Objekt wird, und dann aktiviert man es. Und ja, es ist es geht eine Menge ab. Ich bin gerade sehr verwundert, wie viele Collectibles es gab. Ja, ich habe das Spiel auch einmal gespielt bisher und ich habe kein einziges davon gefunden, ja. Und ich wusste nicht, dass es irgendwelche Collectibles existiert. Währenddessen machen wir hier einen weiteren Jump Launch, nehmen ein riesiges Pferd, launchen uns auf irgendein Dach hoch und hey, da ist noch ein Collectible. Ich weiß nicht, wie man da normal hinkommen sollte, aber wir haben es geholt. Interessantes Game, mit optischen Täuschungen zu arbeiten. Ja, Superliminal an sich. Für all die Leute, die es bisher nicht gespielt haben, ihr tut mir leid, weil es ist wirklich ein großartiges Spiel zum einfach blind erfahren und durchspielen. Es ist wirklich ein Mindfuck-Game, das einen mitnimmt. Währenddessen macht der Runner auch einen Mindfuck-Move, denn er benutzt diese kleine Soda-Can, macht sie riesig groß und macht einen weiteren Jump-Launch durch die Decke. Hey, da ist der Blueprint. Okay, wir gehen weiter. Man muss auch wirklich sagen, diese Dose, die wir ganz groß gemacht haben, die war mini am Anfang, ganz mini. Das haben wir gesehen. Und ja, diese Türen hier übrigens sind speziell. Es gibt bestimmte Türen verteilt im Spiel, die man resizen kann, und dementsprechend, man kann durch sie durchgehen in verschiedenen Größen. Wenn wir durch die Tür gehen, wenn sie ganz, ganz riesig ist, dann enden wir auf der anderen Seite als ganz kleiner Mann. Und die Türen sind sehr frustrierend, weil je kleiner man ist, desto langsamer bewegt man sich in der Welt, weil kleiner Mann hat kleinere Schritte und so weiter. Es macht Sinn, wenn man es spielt, aber es klingt seltsam, wenn man darüber redet. Wir werden ein Level später sehen, wo das relativ prominent ist und wo das auch ein bisschen verhasst wird von den Runnern, weil da sehr leicht Zeit drauf geht. Währenddessen, wir kratzen hier die Kurve, wir haben die nächste Map gestartet, diese heißt Cubism. Direkt in der dunklen Ecke dort links war ein weiterer Sternenhimmelraum, wo wir hochschauen. Wir sehen, ausgezeichnet, eine Tasse. Und dann resetten wir das Level. Oder auch nicht. Okay. Er entscheidet sich nicht, das Level zu resetten. Allgemein, verteilt über den Run, werden wir sehen, dass wir Checkpoints neu laden und auch das Level komplett neu starten dazwischen. Die Collectibles, die wir in diesem Zeitraum sammeln, werden gespeichert. Selbst wenn wir das Level resetten als Ganzes, haben wir immer noch all die Collectibles gesammelt in diesem Zeitraum. Das heißt, wir benutzen das, um Backtracking zu verhindern oder um allgemeinen Gehweg zu sparen. Das wird nützlich für einige Stellen. Hier sammeln wir eine Schachfigur durch den Lüftungsschacht durch und nehmen hier diesen halben Kubus mit den halben Würfel mit für einige Tricks, die viel an Gehweg sparen, und wir werden nichts davon sehen. Wir platzieren hier, sammeln uns schnell noch die Feuerlöscher und die Feueralarme in der Umgebung und dann machen wir einen weiteren Jump Launch. Wir bewegen uns in das Objekt rein, während wir es resizen. Das launcht uns nach oben.
durch die Decke durch. Wir landen direkt auf einer Lampe, irgendwo in einem anderen Gang. Und hey, da ist eine Schachfigur, cool. Es hat auch eine Menge an Backtracking gespart. Nicht nur das Collectible war dadurch erhältlich. Und es geht direkt weiter. Ja, und das Konzept von dieser Map allgemein, ihr merkt es schon, Cubism baut darauf, dass es eine Menge an Würfel überall gibt und Puzzles auf Würfel basieren und ja, nicht wirklich halt, dass man irgendwie eine Zahl werfen muss mit denen, sondern einfach, dass es verschiedene Variationen an Würfeln gibt, die nicht so ganz einfach nur Blöcke sind, die rumliegen. Wie zum Beispiel dort diese Kubusse oder diese Würfel waren in Wirklichkeit Säulen, die man rausheben kann. Diese Würfel fallen einfach auseinander und man kann nur deren Seiten benutzen. Dieser Würfel ist ganz viele andere Würfel. Und dann dieser große Würfel ist einfach ein Durchgang zu woanders hin. Wir haben diese große Würfelwand, die wir dort aufgehoben haben, auch mitgenommen hier runter. Sie wurde unsichtbar, weil wir sie wieder in uns rein rotiert haben und groß gemacht haben. Das hat uns wieder dort einen kleinen Launch auf die Ledge hochgebracht, damit wir das Collectible dort schnell sammeln können, ohne ein extra Puzzle zu machen. Und das war es auch schon. Also das Level war hauptsächlich ein Großteil. Wir haben bestimmte Objekte auf dem Weg, die wir mitnehmen, um die Launches in späteren spezifischen Teilen schnellstmöglich zu machen, ohne Umwege zu machen, ohne die Puzzles wirklich auf normale, langsame Weise zu lösen. Es ist ein direkter Weg zu, wohin wir wollen mit den Objekten, die bei uns auf dem Weg liegen. Übrigens, dieser Anfang hier, den haben wir jetzt schon sehr oft gesehen. Abgesehen jetzt von dem Sternbild bei der Stelle hinter den Kästen. Es ist in den einzelnen Leveln hier, ich glaube, es sind 3 oder 4 Level hintereinander, wo es immer denselben Anfang gibt mit dem Bett. Und wir gehen aus dem Gang raus und haben dort denselben Feuerlöscher und denselben Feueralarm. Man kann während der Bildschirm noch schwarz ist, nach hinten und rechts halten und dann kann man durch die Tür gehen. Und das hat er in den vergangenen 2 Maps schon gemacht, auch hier wieder am Anfang. Ich glaube allerdings, während er ein Level resettet, kann er nicht dasselbe machen, deswegen ist er dort stehen geblieben am Anfang. Ja, wir sind in der Spooky Map angekommen. Blackout ist eine Map, die mit Licht arbeitet und eher dem Mangel davon. Wir haben hier am Anfang ganz viele Feuerlöscher links und rechts gehabt. Diese Map ist allgemein eine Menge an Gehen, eine Menge an einfach nur entlang chillen und ja, die Ambiente genießen, die für uns hier gemacht wurde. Es ist ja eine Reihe an Puzzles, die darauf arbeiten, dass man nicht sehen kann und ja, herausfinden muss, wie man gehen kann durch kleine Lichtspielchen, die wir jetzt gar nicht so sehen werden. Währenddessen allerdings, was nicht so geplant ist von dem Level, ist, dort ist eine Barriere, die normalerweise verhindern sollte, dass man Physikobjekte mit durchnehmen kann. Was wir hier gemacht haben, ist, wir haben das Physikobjekt einfach durch diese Barriere gepusht. Hier nochmal, wir brauchen diesen Gaskanister für einen Trick, der jetzt unmittelbar kommt. Und zwar gibt es eine relativ große Treppe, die wir hochlaufen müssen und das würde ungefähr 10 Sekunden brauchen, was jetzt nicht nach viel klingt, aber im Speedrun ist das eine Menge. Was wir also stattdessen machen, ist, wir glitschen einen Gaskanister durch 2 unsichtbare Barrieren durch, gehen zu dieser Treppe und machen einen etwas direkteren Weg. Beziehungsweise ein bisschen ein Gehweg ist da noch dazwischen. Gehen wir einfach mal wieder irgendwo durch Wände? Nein, es ist einfach nur ein gerader Sprung nach oben zu einer Ledge oben. Es spart einfach nur eine Menge an Gehweg um eine Treppe rum. Ja, aber es sah nicht so spektakulär aus. Man ist jetzt nicht out of bounds über die ganze Map geflogen und dann ist man zum Mond gelandet und so. Aber ich meine, es hat dennoch 10 Sekunden gespart. Das ist nicht jeder Launch muss spektakulär sein, um viel Zeit zu sparen. Auch dieser Launch hier, wir machen hier wieder einen weiteren Warp-Launch, wo wir das Objekt in uns rein rotieren, boosten uns hoch auf die Boxen. Dort ist eine weitere Schachfigur, die wir aufsammeln müssen. Das ist echt schwer zu sagen, was interessanter ist. Das Spiel selbst oder die ganzen Glitches vom Spiel? Es geht Hand in Hand. Dieser Run wäre nicht so interessant, gäbe es diese Glitches nicht und vice versa. Es ist aber auch an sich ein sehr cooles Spiel zum Spielen, wie ich davor schon gesagt habe. Guten Morgen, Black Sheep. Kann ich nur zustimmen. Superliminal ist wirklich super. Mm.
Was wir dort gerade gemacht haben, ist, es gibt so zwei Schränke, wo dazwischen eine Blueprint ist, die wir aktivieren müssen. Das heißt, es ist so ein Pixel-Ding, das man anklicken muss. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie man normalerweise das aktivieren soll. Vielleicht kann man irgendwie diesen Schrank wegkriegen, aber ja, wir haben die... Wir schauen auf einen Pixel und drücken Use drauf benutzt. Wir haben hier einen weiteren Jump Launch gemacht, um durch das Fenster oben rauszufliegen. Dort war eine Schachfigur hinter dem Fenster irgendwo im Void, im White Space. Wir haben den Checkpoint schnell neu geladen, um uns ein bisschen an Gehweg wieder zu sparen, ein bisschen an Backtracking. Wir haben jetzt das Level geschafft. Gut. Oh, schade, man sieht eigentlich durch diesen Run nicht die ganzen kleinen süßen Easter Eggs und Sachen, die noch mit eingebaut sind. Ich finde das gut, weil das erlaubt jedem, der jetzt gerade zuschaut, das Spiel selbst zu spielen und es dann auch neu zu erfahren und eine großartige Zeit zu haben. Denn ihr könnt diesen Run analysieren, wie ihr wollt. Ihr werdet nicht wissen, wie die Puzzle funktionieren. Das kann ich garantieren. Währenddessen hier wieder den Standardanfang, wo wir nach hinten und rechts gehalten haben, um schon während dem schwarzen Screen durchzugehen. Und wir sind in den neuen Level, welches sich Cloning oder Clone nennt. Ihr könnt bereits erraten, das Konzept dieses Levels ist, dass man Objekte klonen kann, wenn wir mit ihnen interagieren. Wie zum Beispiel diese Tür, die wir nicht aufheben, sondern es ganz viele andere Türen werden. Was auch besonders ist in diesem Level, ist diese Feuerlöscher, die wir überall schon benutzt haben, haben hier die seltsame Eigenschaft, dass man sie von jeder Reichweite aktivieren kann und 5 von den Feueralarmen auf dieser Map müssen wir gar nicht aktivieren. Das heißt, der Runner kann selber die Route entscheiden, welche von den Feuerlöschern er aktivieren kann, welche auf dem direktesten Weg sind, welche am wenigsten Zeit verbrauchen. Während ich das gesagt habe, haben wir ein Radio benutzt und einen Resize Launch gemacht. Das ist die einzige... das einzige Mal im Run, wo diese Art von Launch passiert. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der funktioniert. Aber das Radio hat uns nach oben geschossen und wir haben eine Schachfigur geholt und das war das Puzzle. Ich trinke mal einen Schluck. Ja, mach das ruhig. Also, okay, cool. Aber ja, die Puzzles hier sind eben alle darauf ausgelegt, dass man nicht Objekte aufhebt, wenn man auf sie Use drückt, sondern wir klonen sie in unsere Richtung zu, wohin auch wir... zu wo wir stehen. Und auch das interagiert mit der Perspektive ganz seltsam, wie zum Beispiel der Apfel, der ganz weit unten dort war, unter der Slope. Indem wir richtig geschaut haben, haben wir den Apfel geklont auf dem Button, der direkt zwischen uns und dem Apfel, dem ursprünglichen, da war. Es ist sehr seltsam, diese Konzepte und diese Puzzles wörtlich zu beschreiben, wenn sie einfach auf visuellen Illusionen aufbauen und Konzepte sind, die in unserer Welt jetzt so nicht existieren. Aber ja, währenddessen spazieren wir links an der Vending-Maschine vorbei und haben ein weiteres geheimes Sternenbild, Raum-Secret, so, Artikel richtig gesaved. und haben hier klassisch oder passend dazu ein Sternenbild mit einer Vending-Maschine. Diesmal der schnellere Weg, nicht direkt rauszugehen, sondern den Checkpoint neu zu laden. Wie gesagt, wenn wir Checkpoints neu laden, das speichert die Collectibles, die wir in der Zeit aufgehoben haben. Das heißt, das erspart uns wieder ein bisschen an Backtracking, ein bisschen an Gehweg. Gibt es eigentlich irgendwas dafür, alle Collectibles einzusammeln? Ich müsste lügen, weil ich weiß es nicht. Es wird, glaube ich, eine Anzeige am Ende des Runs geben, wo man sieht, welche Collectibles aufgesammelt wurden und welche verpasst wurden. Oder halt, ja, ob wir alle haben oder nicht. Und das ist so das Einzige, was ich weiß, was Completion angeht. Der Runner hat selbst aber auch angegeben, dass für jeden verpassten Launch und für jedes verpasste Collectible im Run er 5 Euro spenden wird. Oder 5 Dollar. Also, ja, wir werden sehen am Ende, wie viel Geld da zusammenkommen wird. Bisher hat er noch, obwohl, nein, den ersten Launch hat er, glaube ich, 3 oder 4 Mal verkackt. Also 20 Euro sind schon zusammen. Aber ja, währenddessen, dieses Level, Dollhouse heißt es, hat einen leicht anderen Start als normal. Wir können immer noch rückwärts gehen, während der Screen noch schwarz ist. Allerdings diesmal sind die Türen etwas anders platziert. Das heißt, wir müssen gerade zurückgehen, während der Black Screen stattfindet, anstatt rückwärts und rechts. So, kleine Variation. Allgemein dieses Level, es heißt Dollhouse, ist einer der verhasstesten Level für die Speedrunner, einfach weil es hier im Vergleich sehr wenige Tricks gibt
Und es alles aufbaut auf diesen Türen, die wir davor schon gesehen haben, die wir resizen können, wo wir selbst durchkühlen können und dann selber eine andere Größe haben in der Welt um uns rum. Das ist in dem Sinne uncool, weil je kleiner wir sind, wenn wir aus einer Tür rauskommen, desto langsamer bewegen wir uns. Und deswegen wollen wir immer gerade so groß genug sein, um die Puzzles zu lösen, die wir lösen müssen. Und es ist manchmal etwas nervig. Es ist einfach nur eine wirklich präzise Geschichte von, ich will dieses Objekt genau so groß haben, wenn ich durchgehe, um möglichst schnell durchzukommen. Und das ist sehr finicky und äußerst nervig. Natürlich muss man auch aufpassen, wenn man zu groß ist, kann man nicht durch die Türen. Das heißt, man knallt dann mit dem Kopf direkt gegen die Decke, man muss dann langsam zurückgehen, okay, Tür ein bisschen größer machen, wieder reingehen und das ist nervig. Große Menschen kennen das Problem. Große. Ich habe einen Freund, der davon eine Geschichte erzählen kann. Wir haben hier einen Fan, der mit der richtigen Perspektive diesen riesigen Jenga-Turm umwerfen kann. Hier haben wir ein Fenster an der Decke irgendwo, das wir runterholen, uns ganz groß machen und damit weiterkommen. Es ist wirklich, wie gesagt, das sind alles hauptsächlich einfach nur das schnelle Lösen von den Puzzlen und es gibt relativ wenige Tricks im Vergleich zu den vorherigen Maps. Hier haben wir eine kleine Hüpfburg vom, was weiß ich, von wo er die hat, aufgesammelt, springt damit hoch und hat dort die zweite Blueprint schon auf dieser Map, glaube ich. Die ersten anderen Collectibles, wir haben auf dem Weg irgendwo eine Schachfigur aufgesammelt und noch eine Blueprint. Ich habe zu viel geredet, um das zu sagen. Versucht zu verfolgen, wie oft das Spiel uns eigentlich damit reinlegt, in einen Raum zu führen, wo es aussieht, als wäre Ausgang und dann, ja, ist das nur eine Wand. Ja, das ist ein Klassiker. Die ESA geht ja immer noch. Ja, die ESA geht bis heute oder bis morgen in der Früh theoretisch. Also heute ist noch der ganze Tag und dann morgen noch ein ganz klein bisschen. Halt so bis 1 oder 2 oder 3 in der Früh. Gut. Ja, das sind wieder eine große Reihe an Resizing-Puzzles. Das war eh schon das letzte. Wir haben auf dem Weg hier auch noch die letzte Blueprint gesammelt auf der Box da oben. Und das war die Dollhouse-Map. Also das Puppenhäuschen. Ich glaube, man hat gemerkt, warum. Ja. Gut. Screen so, ja. Tschüss. Ja, der Loading-Screen. Die Loading-Screens sind alle cool. Die sind jedes Mal ein anderes Gimmick und sie sind alle cool zum Anschauen. Das ist eine coole Weise, Loading-Screens cool zu machen. Aber ja, wir kommen jetzt zu dem, ich schätze, Story, ja, dem story-heftigen Teil des Spiels, wo man bisher mitbekommen hat, dass diese gesamte Welt eine Traumwelt ist, die ein Teil von einer Therapie ist, die wir gerade durchmachen. Und anscheinend laufen Dinge nicht ganz so wie vorgesehen und wir sind irgendwie gefangen in dieser Traumwelt in diesem Moment und es funktioniert nicht wirklich gut. Also ja, storytechnisch müssen wir hier einfach nur ein bisschen chillen und warten und ja, ein bisschen einfach entspannen, bis der Rest des Levels sich eröffnet und weitergeht. Storytechnisch, glaube ich, fängt unser Hirn gerade an zu schmelzen. Ja, so ungefähr. Es baut darauf, dass wir jetzt in einem unendlichen Loop gefangen sind, weil wir nicht die Effekte haben sollten, die Therapie uns geben sollte. Es ist eine ganz seltsame Geschichte. Das heißt, was wir machen, ist, wir landen jedes Mal wieder in diesem seltsamen Schlafzimmer, wo wir immer den Alarmknopf drücken müssen von diesem Wecker. Und ja, das wiederholt sich einige Male, bis wir schwarz sehen. Ach, das kenne ich irgendwoher. Stimmt, das ist gerade eben passiert, als ich versucht habe aufzustehen, mehrere Male, als mein Wecker losging. Ja, und das fängt jetzt diese große Reihe an Leveln an, dieses große Level an, was sich Labyrinth nennt, weil wir sind jetzt irgendwo im Limbo der Traumwelt. Es sieht zwar noch alles normal aus, aber die Dimensionen und Orientation von uns ist ein bisschen seltsam und dementsprechend werden auch die Puzzles ein bisschen seltsamer. Wie zum Beispiel hier, wo der Boden plötzlich Wände wird und die Wände plötzlich Boden, die Gravitation sich ändert und wir einfach seitlich irgendwo an den Wänden chillen. Diese Tür allerdings haben wir
auf uns fallen lassen für einen coolen Jump Launch. Nicht indem wir das Objekt in uns die Größe ändern, sondern einfach indem es auf uns landet auf eine perfekte Weise, sodass es uns hoch launcht. Aber ja, wir sehen bereits, dass es einfach eine Reihe an seltsamen Räumen sind, die wir durchgehen, wo wir nicht wissen, wo oben und unten ist, was links und rechts ist. Und das Spiel redet über Perspektive und wie sich das ändern kann über die Zeit. Also ja, es scheint wirklich irgendein Therapie-Experiment zu sein, in dem wir uns befinden. Ich finde, das ist das perfekte Spiel, um morgens in den Tag zu starten. Ja. Dieser Fahrstuhl ist auch nicht der Fahrstuhl, der zum nächsten Level führt, denn geht direkt weiter mit einem Puzzle, das mich einige Zeit gebraucht hat zum Rausfinden. Ja. Es involviert, dass man in eine Richtung schaut und dann in die andere Richtung geht, je nachdem, wo dieses Ausgangszeichen oben hin zeigt. Und das braucht ein bisschen, bis man das rafft. Aber der Runner weiß Gott sei Dank, wie das Puzzle geht. Man muss übrigens sagen, man ist nicht doof dadurch, weil gefühlt das Spiel kurz davor dich immer wieder durch denselben Raum geschickt hat. Gut. Hier machen wir einen kleinen Jump Launch, der nicht ganz funktioniert. Ich glaube, das waren 2 verfehlte Versuche, so mit weiteren $10. Diesen Jump Launch mussten wir machen, um eben zu der Blueprint dort hochzukommen. Gut. Dieses Chesspiece übrigens war nicht ganz so normales Chesspiece. dieses Pferd allerdings ist einer der nützlichsten Chesspieces, die es hier am Rumliegen gibt als Physikobjekte, weil wir nehmen es mit, obwohl es das Spiel eigentlich nicht erlaubt, und nehmen es für einen kleinen Boost hoch zu den Luftschächten, wo eine weitere geheime Schachfigur war zum Aufheben. Das ist äußerst verwirrend. Es gibt Schachfiguren, die sind Objekte, es gibt Schachfiguren, die sind Collectibles, und über die zu reden ist ein bisschen weird. Dieser weiße Boden dort war tatsächlich nicht Boden, sondern ein kleines Loch, das zu einem weißen Raum geführt hat, der uns zu diesem Sternenbildraum wiedergebracht hat. Hier das letzte Sternenbild, würde ich fast sagen. Nein, das vorletzte. Was wurde da gerade abgebildet? Ich glaube, das war ein Beamer, ein Light Projector, ein Beamer. Ich kenne nur die aus der Schule und so sah das nicht aus. So. Ja, es war vielleicht ein etwas älterer, vielleicht einer, der in der Produktion von Filmen benutzt wird, aber... der Runner sieht nicht glücklich aus. Ich glaube, da ist was passiert, das nicht ganz geplant war. Er hat den Checkpoint neu laden müssen und ich weiß gerade nicht, wieso. Vielleicht werden wir es gleich rausfinden. Also vergessen hat er nichts, sonst wäre es jetzt eingesammelt. Ja, nee. Oh, er hat was vergessen, und zwar einen der Feuerlöscher auf dem Weg. Ja gut. Okay, aber schnell korrigiert, er hat es direkt realisiert und hat den Checkpoint neu geladen. Das passiert sehr leicht. Ihr seht eh schon, wie viele an Feuerlöscher und Feueralarmen es verteilt im Spiel gibt, da jeden Einzelnen zu erwischen, ist heftig. Ist einfach heftig. Enthält das Spiel einen Level-Editor? Ich bin mir nicht sicher, ich wüsste nicht davon. Aber das wäre verdammt krass, wenn es das gäbe. Aber ja, wir sind am Ende von dem Labyrinth angekommen. Wir sind jetzt auf einer großen, dunklen Garage, ohne dass irgendwas um uns rum ist. Und plötzlich gehen die Lichter an. Wir sehen ein Haus hier. Ja. Also, wurde reingelegt, ist doch ein Set. Genau, ja. Auf dem Haus ist eine Blueprint, die letzte Collectible für diese Map, und wir bewegen uns zu der letzten Map. Die Map heißt White Space. ein Name, mit dem ich relativ viel Verbindung habe, weil vergangene Marathons haben da witzige Zeiten für mich gehabt. Was wir allerdings hier machen, ist, wir haben einen großen Raum, wo wir nicht wissen, wo wir dort rauskommen oder wie wir dort rauskommen. Wir haben hier ein geheimes Haus, wo wir uns drin resizen können, und die Größe war leider genau nicht genau nicht unpassend, sodass wir rausgehen konnten, aber nicht mehr reingehen konnten. Also das ist so, die Zentimeter, die uns gefehlt haben oder die wir zu viel hatten.
Also müssen wir das Level kurz neu starten, diesmal einen kleinen Haarschnitt kürzer schneiden und dann passen wir hoffentlich diesmal durch. Einfach Kopf ab. Wir haben uns geresized, um hier durch diese kleine, in diese kleine Bar reinzukommen. Unter all diesen Dosen, ganz hinten, ist eine Schachfigur, die wir aufheben müssen. Wow, okay, die ist ja noch schlimmer als alle anderen davor. Und ja, wir haben nur das gemacht, um diese Schachfigur aufzuheben. Das heißt, wir haben schnell das Level neu gestartet und fangen jetzt an mit dem Rest des Levels, wo wir in diese Resize-Tür die andere Resize-Tür reinbringen und das kreiert irgendein Paradoxon und wir löschen jetzt dadurch irgendwie die Welt und sind jetzt im sogenannten White Space. Während dieser ganzen Sache ist auch eine Vending Machine vor uns, hat sich aufgelöst und unter dieser Vending Machine war einer der letzten Collectibles, die wir aufgehoben haben, ein kleiner Bauer dort drunter. Also die Collectibles in der Map sind echt heftig platziert. Wir kommen übrigens jetzt im Light Mode. Ja, genau. Ich meine, jeder will immer Dark Mode haben bei jeglicher Webseite. Ich bin ein Fan von White Mode. Der Mode, deine der mich Augen. Blind gehen lässt in der Nacht. Ich wollte gerade sagen, mir tut deine Augen leid. Ja, aber der White Space, es ist eindeutig, wieso es so heißt. Es baut jetzt auf einzelnen Puzzles und Maps, wo es nur Schwarz und Weiß gibt. Und ja, Puzzles in dem Sinne. Visuelle, seltsame Eigenheiten, die in diesem White Space auftauchen, sind jetzt Teil von einem anderen Experiment, von einer anderen Geschichte. Es gibt eine 180-Grad-Drehung, wo es nicht mehr um unseren Traum geht, der schief geht, sondern allgemeine Konzepte, wo der Therapeut sich gedacht hat, dies sind die Dinge, die ich realisiert habe während meinem Befinden im White Space. Und ja, es ist vom Speedrun her jetzt eine kurze Zeit, ein langer Gehweg, den wir gehen müssen. Es gibt noch einen kleinen Twist, den es in einem Casual Play nicht gibt. Bis dorthin allerdings ist es ein gerader Weg von A nach B. Gut. Der Grund, wieso wir hier entlang gegangen sind, sind übrigens diese Feuerlöscher und der eine Feueralarm. Ich glaube, es gibt noch ein geheimes Sternenbild hier. Oh nein, das ist der Weiterweg. Ups. Das wäre der perfekte Eingang für einen Sternbildraum. Aber wir mussten dort reingehen, mussten 180-Grad-Drehung machen. Hinter der Tür war eine Blueprint und wir haben jetzt das gesamte Level neu gestartet. Was? Es war tatsächlich beabsichtigt, denn wir haben all das gemacht nur für das eine Collectible oder für die paar Collectibles auf dem Weg. Wir machen jetzt eine leicht andere Variation zum White Space entern und das ist das hier. Wir haben die Tür, die wir benutzt haben zum uns kleiner machen, out of bounds platziert ins White Space und sind so direkt dorthin gekommen und sammeln hier anscheinend einen Bauern, der hier platziert war. Ich weiß nicht, wie man hier normal hinkommt. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wo wir hier überhaupt sind. Ja, also wir sind basically out of bounds geklippt, dadurch, dass wir die Tür out of bounds platziert haben und dann durchgegangen sind. So wie ein Portal, wo man, oh warte, das kommt erst. Aber ja, wir spazieren hier im White Space weiter. Wir haben zwei Collectibles hier aufgesammelt. Das letzte folgt hier noch und das ist das Sternenbild, das uns noch gefehlt hat. Sobald wir das haben, heißt es wieder Level Load oder Checkpoint neu laden und dann zum Ende gehen. Diesmal ist es ein Keyboard. Cool, ne? Ja. Ich versuche gerade noch zu realisieren, was gerade passiert ist. Es wird lange brauchen, keine Sorge. Leg dich hin, entspann dich nach dem Run. Es könnte etwas brauchen, bis man es versteht. Aber ja, währenddessen, es gibt hier weitere Puzzles, die jetzt auf Schach anspielen. Auch in Schach gibt es natürlich Schwarz gegen Weiß. Das wird hier vertieft mit den Puzzlen darauf. Wir skippen das mit einem leicht direkteren Weg. Wir benutzen den König, um königlich nach oben zu fliegen mit einem weiteren Jump Launch. Wir fliegen jetzt out of bounds auf Ewigkeiten in den Level End Trigger. Man kennt's. So habe ich das Spiel auch beendet. Ja. Ist gar nicht so anders von der Erfahrung, die ich hatte in dem Spiel. Ja, man muss halt sagen,
dadurch, dass ich das Spiel schon kannte, gibt der Speedrun jetzt gerade wirklich eine super neue Perspektive auf das Spiel. Wir laden die letzte Map jetzt. Sie heißt Retrospect. Und sie involviert einen Input. Das Drücken von dem Alarm. Das startet die Cutscene, die das Spiel beendet. Und das war der Run. Oh. Wir checken jetzt nochmal kurz, was für Items wir alle verpasst haben. Wir haben bei Cubism, ich glaube, es war eine Blueprint verpasst. Oder. Nein, es war ein Feueralarm, den wir verpasst haben in Cubism. Das heißt, ja, da geht noch ein bisschen mehr Geld drauf für den Runner. Hat er gesagt jetzt wie viel? Ich hab's nicht gehört, leider. Aber er hat sich auf jeden Fall bedankt, dass er das Spiel zeigen konnte. Und ja, cooler Run. Ja, auf jeden Fall. Also, what the fuck? Ja, das ist so die richtige. Der richtige Gedanke. Man muss sagen, glaube ich, Anypercent geht nur 6 Minuten, weil gefühlt dieser Launch durch die Wand einfach gefühlt in jedem Level direkt zu Beginn gemacht wird und man zum Ende springt. Ja. Yeah. Also wenn man will, kann man wirklich auf dem direktesten Weg von Anfang zum Ende, ne? Aber ich meine, die extra Hindernisse, die wir hatten, die extra Items, die wir sammeln mussten, hat das Ganze doch weitaus interessanter gemacht. Jegliche Form von Launch haben wir genutzt und ja, dadurch entsteht ein cooler Run. So wie der nächste Run, den wir jetzt haben, und ich habe ein bisschen Angst davor. Ich kann es mir vorstellen. Portal, all main categories. Zunächst einmal danke dir, Blueswelt.